Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Das bin ich und das, einige von euch werden ihn schon kennen, ist mein Vater Joe. Wir befinden uns heute hier in der Gemeinde Wullersdorf in der Nähe von Hollerbrunn und wir zeigen euch heute so einen kleinen Eindruck vom Weinviertel. Ja, ich will den Peter da ein bisschen umführen. Wir haben heute einen ganz schönen Tag, es ist zwar ein bisschen huschi, aber wie gesagt, wir und Peter ein bisschen mal umführen in die Naturwege da. Lasst euch überraschen, wird sicher ein schöner Tag werden. Genau, deshalb für euch, setzt euch hin, lehnt euch zurück und lasst uns machen und viel Spaß. Gehen wir los. Bis zum nächsten Mal. Bis auf den Weg. Die kleine katholische Kirche der Heiligen Barbara in Hetzmannsdorf begrüßt uns nahezu freundlich, als wünschte sie uns einen schönen Tag im Weinviertel. Der Name leitet sich vermutlich von einem Personennamen wie Hetzmann, Hetzimanus, Hetzo, Hetzo oder auch Azzo ab. Der Bahnhof Hetzmannsdorf-Wullersdorf ist auch der ideale Ausgangspunkt für diesen Rundwanderweg. Wullersdorf liegt im nördlichen Weinviertel in Niederösterreich. Die Fläche der Marktgemeinde umfasst 63,92 Quadratkilometer. Davon sind 86% landwirtschaftliche Nutzfläche, je 2% sind Garten und Weingärten und 5% der Fläche sind bewaldet. Das Gebiet um Wullersdorf wurde etwa im 11. Jahrhundert nach Christus von Bayern aus besiedelt. Kallerdorf, vermutlich Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen Kelch benannt ist. Erste urkundliche Erwähnung in der Einweihungsurkunde der Wullersdorfer Kirche 1108. Das Ortsgebiet grenzt an Immendorf, Wullersdorf und Grund und an die Gemeinden Guntersdorf, Haugsdorf und Alberndorf. Neben der Ackerwirtschaft gibt es hier auch Weinbau. Der Ort gehört heute zur Pfarre Wullersdorf. Mit dem Martini-Wanderweg, dem Panorama-Wanderweg, Hochstraßwanderweg, Kreisgrabenwanderweg, dem Geschichtenwanderweg sowie viele Radwege verfügt die Gemeinde Wullersdorf über ein richtig tolles Wander- und Radnetz. Thank you.
Und nach diesem tollen Panorama erreichen wir nun Immendorf. Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen Immo benannt ist. Die Erstnennung findet sich in der Weihurkunde der Kirche von Wullersdorf im Jahr 1108. Das Ortsgebiet grenzt an Kallerdorf, Wullersdorf, Maria Rockendorf und Schallerdorf und an die Gemeinden Meilberg, Hadres und Alberndorf. Neben Ackerwirtschaft gibt es auch hier natürlich Weinbau. So, wir hoffen, euch hat diese Tour von uns gefallen und ich würde vorschlagen, wir schauen uns diese nun einmal zusammengefasst an. So Freunde, das war ja also die Tour gemeinsam mit Vater Joe hier im schönen Weinviertel. War ja großartig. Ich durfte den Peter ein bisschen da in der Gegend einmal umführen, auf Naturwegen natürlich. Ne? Wir haben auch viel Rehe gesehen, der Wind war auch unser Begleiter, ne? Mhm. Aber so war es eine recht schöne Tour. Wir haben so circa 20 Kilometer gemacht. Ja, ich glaube, es hat dir gefallen. Ja, wunderbar. Es ist ja generell eine traumhafte Gegend da, muss man sagen. Das Weinviertel hat schon einiges zu bieten. Ja, wie gesagt, wir waren zwar nicht bei einem Heurigen, weil den gibt es da nicht. Da müssen wir ein bisschen weiter ins Pulkertal umwandern. Aber an und sich haben wir einen schönen weiten Blick gehabt da. Man sieht das ganze Wullersdorfer Land. Mhm. Man sieht sogar bis Leiserberge ja. Rüber, ja. Na, auf jeden Fall. War eine sehr schöne Runde, muss ich sagen. Genau. Ja, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich sage auf jeden Fall Danke an meinen Vater ich Joe. Ich sogar Danke, gell. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, und zwar wann? Wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Und vielleicht einmal wieder mit dem Vater Joe. Der Joe bei Nordim Walking. Ciao. Tschüss, Papa. So, kommen wir noch zum Eintrag in mein virtuelles Tourbuch. Die Tour trägt den Titel Panoramawandern Wullersdorf. Wo befindet sich die Gemeinde Wullersdorf? Die befindet sich in Niederösterreich im Weinviertel. Die Tour ist in etwa 20 Kilometer lang und man legt in etwa 100 Höhenmeter zurück. Und bei gemütlichem Tempo braucht man etwa 4 bis 5 Stunden.
Sehr gut gefällt mir daran, dass es wirklich ein tolles Panorama hat. Der Weitblick ist unglaublich. Sie ist kurzweilig, aber eher zur Weinerntezeit zu empfehlen. Die Nachteile: es gibt kaum Wind und Sonnenschutz. Also das heißt, auch im Hochsommer schwierig. Die Tour ist nicht beschildert, da wir sie selbst kreiert haben. Und ich habe diese Tour zusammen mit meinem Vater Joe erlebt. Besucht ihn auch auf Facebook unter Joe Wanderer und Naturwalker. Danke fürs Zuschauen, ich habe mich sehr gefreut. Für weiteren Wandercontent besucht gerne meinen Kanal. Ihr seid auch herzlich eingeladen, jeden Sonntag um 20 Uhr meinem Livestream-Format Wir reagieren auf Touren beizuwohnen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei.